Ich darf begrüßen zur Pressekonferenz vor dem Brückentag am kommenden Samstag gegen den SVW in Wiesbaden um 14 Uhr an der Bremer Brücke. Hier oben begrüße ich unseren Cheftrainer Daniel Scherning und Ulrich Taferzhofer. Uli, fangen wir mit dir an. Wir kommen ja um eine kleine Rückschau auf Bremen eigentlich nicht drumherum. Vielleicht noch mal kurz aus deiner Sicht, wie war es vor allen Dingen auch danach und dann die Auswirkungen auf die Trainingswoche, durchaus positiv, nehme ich an. Ja, nach so einem Erfolg ist so eine Woche immer gut und gute Stimmung in der Truppe, im Training auch. Aber wir haben, glaube ich, dann schon wieder die Kurve gekriegt und konzentriert und hart gearbeitet aufs Wiesbaden-Spiel hin. Aber Bremen an sich natürlich überragendes Erlebnis wieder vor so vielen Fans. Nach so langer Zeit wieder an der Bremer Brücke. Ja, auch die Szenen dann nach Abpfiff vor der Ost und mit der Runde durchs Stadion hat schon sehr viel Spaß gemacht. Dann schauen wir doch auf den Gegner, auf das kommende Spiel am Samstag, SVW in Wiesbaden. Vielleicht eine kurze Einschätzung zu dir, zum Gegner und was erwartest du für ein Spiel? Ja, zum Gegner erwartet uns eine sehr robuste, physisch starke Mannschaft, die sehr gut verteidigt. Das zeigen auch die drei Spiele, die drei Pflichtspiele, die sie bisher hatten. Sie haben in beiden Punktspielen kein Gegentor kassiert, haben sehr wenig Torschüsse und auch Chancen der Gegner zugelassen. Sind ja eine Mannschaft, die sehr große Spieler in ihren Reihen hat, also auch bei Standards sicherlich gefährlich sein wird. Gutes Gegenpressing spielt und ja, wie gesagt, für die dritte Liga eine gute Qualität auch besitzt. Nichtsdestotrotz ja, liegt auch da wieder der Fokus natürlich bei uns. Uli hat es gerade angesprochen. Wir haben eine gute, konzentrierte Woche auch schon gehabt. Wir haben den Fokus dann auch deutlich Richtung Wiesbaden gelegt und auch konzentriert mit viel Selbstvertrauen durch die Spiele, die wir bis jetzt hatten, auch gearbeitet. Und freuen uns auf das Spiel vor mehr Zuschauern als zuletzt. Und ja, ich denke, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Dann vielleicht, bevor es in die Fragerunde geht, noch der obligatorische Blick aufs Personal. Auf wen müssen wir am Samstag verzichten? Ja, Bappo, Wehling und Wuten sind ja die Altbekannten. Da gibt es jetzt auch keinen aktuell neuen Stand. Dann wird Traoré natürlich ausfallen durch seine rote Karte aus dem Saarbrücken-Spiel. Und bei Beermann ist es auch noch fraglich, ob er zur Verfügung stehen wird. Er hat die Woche über wieder deutlich auch mehr gemacht als zum Ende der letzten Woche. Sieht sehr positiv aus. Wir haben noch zwei Tage jetzt bis zum Spiel und wollen die Entwicklung da auch abwarten und einfach auch gucken, wie er sich morgen dann nach dem Training fühlt und das dann in Ruhe entscheiden. Dann sind wir gespannt, genauso gespannt auf die Fragen der zugeschalteten Journalisten. Wer macht den Anfang? Dann haben wir Susanne Vetter von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ja, Uli, du hast es gerade angesprochen. Das war ein schönes Erlebnis, wieder vor Fans zu spielen. Das letzte Mal, als ihr zu Hause vor Fans gespielt habt, da erinnerst du dich wahrscheinlich nicht ganz so gerne dran. Das war das, also abgesehen jetzt vom Ingolstadt-Spiel, das war nämlich das Spiel gegen WN Wiesbaden, das 2:6. Ihr habt da noch eine kleine Rechnung offen oder denkt ihr Spieler, die damals schon dabei waren, gar nicht mehr daran? Ach, man hört es immer wieder mal von den Fans. Also ich glaube, bei den Fans ist es gerade vielleicht viel präsenter wie bei uns in der Truppe. Bei uns in der Truppe war es eigentlich gar kein Thema. Ja, ich musste auch zuschauen, tat richtig weh damals. Aber das ist Schnee von gestern. Ich denke, dass wir vielleicht, oder wir geben auf jeden Fall alles, dass wir möglichst drei Punkte zu Hause lassen am Samstag, damit der ein oder andere Fan vielleicht das Erlebnis von damals ein bisschen aus den Köpfen bringt. Nur der Form halber, das Heimspiel gegen Hannover 96 vor Zuschauern wollen wir auch nicht unterschlagen. Stimmt, natürlich. Gibt es weitere Fragen? Ich meinte jetzt vor der, das war unpräzise gestellt, ich meinte vor der Corona-Zeit. Alles gut, seid ihr verziehen. Weitere Fragen? Ja. Ich würde dann gleich weitermachen. Uli, ist auch ein besonderes Erlebnis, weil dein Bruder da natürlich mitspielt.
Auch da kann ich mich an ein Spiel erinnern, Sandhausen, wo ihr aufeinander getroffen seid, wo damals die ganze Familie da war. Wie sieht es denn aus mit einem Familientreffen am Wochenende? Noch ein bisschen früh oder habt ihr schon Karten besorgt, ziemlich viele? Also ein paar werden da sein, Oma, Opa und ein Onkel. Freue mich auch sehr, dass die mich auch mal wieder hier oben besuchen. Da kommt so ein Bruderduell dann auch gelegen. Ja, so viele wie damals in Sandhausen, wo das Foto entstanden ist, werden es nicht sein, aber die werden schon alle vor dem Fernseher dann zu Hause sitzen und ja, wem auch immer die Daumen drücken, das müssen die selber entscheiden und da will ich auch gar nicht in deren Lage stecken. Gibt's weitere Fragen? Würde ich gleich trotzdem auch noch mal weitermachen. Auch noch mal eine Frage an Uli. Du hast, Daniel Scherning hat gerade schon erzählt, wen Wiesbaden, was er hier die Mannschaft einschätzt. Du schaust ja mit Sicherheit, wo dein Bruder das spielt, jetzt auch noch ein bisschen genauer hin. Wie ist denn deine Einschätzung von der Truppe? Ja, also ich habe jetzt die ersten beiden oder die ersten drei Spiele über die volle Länge gesehen. Ja, so nebenbei laufen lassen. Ich glaube einfach, dass es einfach eine erfahrene Drittligatruppe ist. Die haben gute Leute auch zusammengeholt. Ja, es wird, glaube ich, eine schwierige Partie, aber ich glaube, wenn wir einfach mutig auftreten, wie die letzten zwei Spiele ja auch, dann glaube ich, dass wir gute Chancen haben, da auch zu gewinnen. Und das ist auch ganz klar unser Ziel. Und um noch einmal den Rückenwind aufzunehmen, kannst du vielleicht da trotzdem auch noch mal, auch gerade auf diese emotionalen Szenen des Bremen-Spiels vielleicht noch mal eingehen und etwas näher auch auf die wieder, ja, das Feiern vor der Ostkurve, was euch das bedeutet und was tatsächlich euch das auch an Unterstützung bringt bei so einem Heimspiel. Ja, ich meine, dafür spielt man Fußball, dass einfach viele Leute im Stadion sind und ja, wir wissen auch, dass noch ein paar fehlen. Weil man weiß auch, oder die, wo schon mal in der Bremer Brücke ausverkauft waren, die wissen auch, was dann los gewesen wäre. So war es schon überragend. Jetzt dürfen, wie der Trainer auch angesprochen hat, noch mal ein paar Leute mehr kommen am Samstag. Da tut uns jeder Einzelne gut. Und deswegen werden wir das auch sehr, sehr genießen am Samstag wieder. Und den Schwung vom Bremen-Spiel wollen wir natürlich mitnehmen. Wir wollen aber auch schauen, dass wir die Fans dann auch direkt wieder mit anzünden können, weil das wird auch wieder die Basis sein, glaube ich, wie in jedem Heimspiel dann auch. Gibt es weitere Fragen an einen der beiden Protagonisten hier? Herr Scherning, für Sie war das das erste Spiel vor Zuschauern an der Bremer Brücke. Wie haben Sie es denn wahrgenommen, die Atmosphäre? Ja, war eine unglaubliche Atmosphäre. Ich habe das ja direkt nach dem Spiel auch gesagt. Ich hatte das Gefühl, dass während der 90 Minuten eigentlich ja, kaum Sitzplätze genutzt wurden, sondern dass das ganze Publikum eigentlich über fast die gesamte Spielzeit irgendwie stand und unterstützt hat. Und wir haben das ja vorher auch betont, dass es gerade in schwierigen Phasen, die wir auch gegen Bremen hatten, gerade so in der zweiten Halbzeit, dass auch aufs Publikum ankommt, ne? Dass wir das Publikum auch brauchen in solchen Phasen. Und da muss man ja, dem Publikum auch einfach ein riesen Kompliment machen. Das war sehr, sehr wichtig, war ein wichtiger Faktor, um in die zweite Runde zu kommen. Und ich persönlich habe es natürlich total genossen, weil es einfach eine überragende Stimmung war. Es war das erste Mal für mich. Also ich kannte es klar schon, auch als Zuschauer oder auf der gegnerischen Trainerbank, aber jetzt war es das erste Mal mit den Jungs im Rücken und ja, nochmal, es war ein wichtiger Faktor, um in die zweite Runde zu kommen und ich glaube, die Mannschaft hat sich das auch verdient, dass am Samstag mehr Fans kommen dürfen und dann auch uns nochmal mehr unterstützen werden. Vielleicht nochmal eine Frage dann an beide. Heiner Gerold, Entschuldigung. Dann stelle ich ihn mal aus. Also Susanne, du bist noch frei, dann, ja, okay. Dann vielleicht noch eine Frage an beide.
Welche Erkenntnisse kann man jetzt denn aus diesem Bremen-Spiel ziehen? So ein Pokalspiel ist ja immer was Besonderes. Was kann man jetzt in Liga-Alltag mit da übernehmen oder vielleicht auch aus den ersten beiden Spielen? Was hat schon gut geklappt? Und wo sehen Sie noch Entwicklungspotenzial? Ich übernehme mal. Gut. Ich glaube, man hat gesehen, dass wir erstmal als Mannschaft in beiden der Spiele 90 Minuten Vollgas gegeben haben. Wir haben gearbeitet in allen Spielrichtungen. Wir haben uns in alles reingeschmissen, was auf uns zukam. Wir haben auch viele gute Verbindungen untereinander gehabt, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Aber na klar ist es auch so, dass du aus so einem Spiel wie gegen Bremen, wenn du auf eine gute Mannschaft triffst, dass du da auch viel lernen kannst. Und das ist auch ein wichtiger Faktor für uns im Trainerteam und auch in der Entwicklung und der Arbeit mit der Mannschaft, dass wir natürlich auch wissen, dass vieles nicht optimal war und dass wir das Spiel auch hätten verlieren können. Und da geht es natürlich in der ersten Linie darum, dass wir in der ersten Halbzeit auch viele gute Ballgewinne hatten, die wir vielleicht nicht konsequent genug, nicht zielstrebig genug zu Ende gespielt haben. Dass wir in der zweiten Halbzeit zu viel Flanken zugelassen haben, war auch ein Thema, was wir auch thematisiert haben innerhalb der Mannschaft. Und dass dadurch ja auch oder daraus ja auch letztendlich spielentscheidende Situationen, die an dem Tag für uns ausgefallen sind, entstanden sind, ist klar. Und da liegt der Fokus drauf. Wir haben auch viel gut gemacht. Auch das muss man natürlich aus so einem Spiel herausziehen, wenn man unsere eigenen Standardsituationen nimmt in der ersten Halbzeit. Ich glaube, wir hatten 9 Ecken in der ersten Halbzeit und gefühlt war bis auf eine jede brandgefährlich. Wir haben viele gute Ballgewinne gehabt. Also der Ursprung dieser Umschaltmomente, die ich vorhin als nicht so optimal bezeichnet habe, war ja trotzdem ein Ballgewinn, wo die ganze Mannschaft auch viel Aufwand betrieben hat, zum Teil sehr hohe Ballgewinne hatte, aber auch aus tieferen Positionen Bälle geschnappt hat. Das sind Dinge, die wir weiter brauchen für unser Spiel, in dem Wissen, dass wir auch noch mal viel verbessern müssen und auch wollen, weil wir auch noch lange nicht am Ende unserer Entwicklung sind. Das ist auch klar, die Siege tun gut, auch das gehört klar zum Fußball dazu, dass du aus solchen Siegen viel Selbstvertrauen, viel ja auch gute Stimmung rausziehst und dann aber wieder auch den Fokus in Richtung konzentrierter Trainingsarbeit legst, weil das immer die Basis sein wird, gut zu trainieren und dann gut zu spielen. Uli, hast du noch was zu ergänzen aus Spielersicht? Ich glaube, es wird ziemlich alles gesagt. Das Einzige, was ich vielleicht noch sagen kann, ist, es waren jetzt zwei Saisonspiele für uns, die wahrscheinlich beide alles andere als normal waren. Also es geht, glaube ich, dann für uns darum, wenn dann mal in Anführungszeichen normales Drittligaspiel auf uns zukommt, dass wir dann auch da sind und klar den Schwung mitnehmen, aber dann eben auch wieder wissen, um was es geht. Dann hören wir jetzt aber Heiner Gerul, bitte. Ja, auch erst ein Hallo in die Runde. Meine Frage an Herrn Scherning. Die Position auf der rechten Seite der Abwehrkette für Traoré, ist da Davide Ita erste Option oder welche Überlegungen haben Sie da? Nein, David wird spielen. Auf der Position, er hat das gut gemacht in Saarbrücken nach seiner Einwechslung. Es war keine einfache Situation, in dem Moment in Unterzahl ins Spiel zu kommen. Er hat ein tolles Spiel abgeliefert. Wir haben uns jetzt dann im Pokal nochmal dafür entschieden, auch Traoré starten zu lassen, aus bestimmten Gründen. Und jetzt ist Hakko da gesperrt und David genießt auch unser vollstes Vertrauen, hat es unter der Woche auch sehr, sehr gut im Training gemacht und ist da auf jeden Fall auch gesetzt. Gibt es weitere Fragen? Dann haben wir Jasmin Fromm von Radio Osnabrück. Hallöchen, erstmal in die Runde. Also für die Fans ändert sich ja jetzt bei diesem Spiel auch einiges. Bei der Ticketvergabe haben sie jetzt auch eine Änderung angegeben. Erstmal, welche Änderung genau erwarten die Fans jetzt oder was müssen die Fans jetzt beachten und wieso kam es dazu? Können Sie das vielleicht einmal erklären? Ja, vielleicht übernehme ich dann den organisatorischen Part. Grundsätzlich Änderung ist natürlich die Gesamtkapazität, die zugelassen ist. Die hat sich nochmal um 1.400 Personen erhöht. Wir haben auf der Südtribüne und auf der
Osttribüne den sogenannten 2G-Status, also nur genesene und geimpfte Personen, und auf der Westtribüne und auf der Nordtribüne den 3G-Status, also dort auch getestete Personen oder auch gerade Kinder, für die es noch kein Infoangebot gibt. Und auch bei den Tickets, also die Dauerkartenbesitzer müssen sich ja jetzt auch um ein Ticket kümmern. Warum kam es dazu? Warum haben Sie sich dazu entschieden? Das war vorher auch schon der Fall, weil wir natürlich einen angepassten Saalplan haben im Sinne des Hygienekonzepts. Also jeder Dauerkarteninhaber muss einen extra Platz buchen. Aber die große Änderung ist eigentlich, dass alle Dauerkarteninhaber einen Platz bekommen können und wir auf das Losverfahren verzichten können. Das ist natürlich ein Gewinn für alle Seiten. Und seit heute Morgen um 10 Uhr können Sie sicher die Tickets organisieren. Wie wurde das bisher angenommen? Wissen Sie das? Genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht auf die Schnelle. Allerdings hat alles problemlos geklappt. Ab 10 Uhr wurde gebucht. Es sind auch schon massig Tickets weg. Aber wir haben natürlich dann auch noch welche in den weiteren Verkaufsphasen. Aber wir gehen stark davon aus, dass alle Tickets vergriffen sein werden. Und morgen geht es dann ja für die nächste Verkaufsphase weiter. Wer genau kann sich dann die Tickets holen? Dann sind Inhaber der sogenannten Dauerkarte Flex beteiligt. Danach folgen die Vereinsmitglieder und dann etwaiger freier Verkauf. Alles klar, Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Nicht der Fall. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschalten der Journalisten, bei euch beiden hier oben natürlich und bei allen Zuschauern von VfL TV. Wir sehen uns am Samstag zum Brückentag gegen Wien. Danke. Danke.